Das sind die ersten Bilder der Falcon Heavy. 23 Stockwerke hoch ist die Falcon Heavy, die leistungsstärkste Rakete der Welt. Am Dienstag startet das Prestigeprojekt des Privatunternehmens SpaceX erfolgreich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zu einem Testflug. An Bord ein roter Tesla-Sportwagen. Der Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk spricht von einem fast surrealen Moment. Ich versuche immer noch alles aufzusaugen, was passiert ist, weil es mir surreal erscheint. Das war sagenhaft. Ich glaube, ich habe noch nie so etwas Aufregendes gesehen. Musk erzählt vor dem Testflug, er würde es als Erfolg bezeichnen, wenn die Rakete überhaupt in die Luft ginge. Ein kritischer Punkt war wenige Minuten nach dem Abheben erreicht, als sich die beiden Seitentriebwerke von der Rakete lösten und wieder zum Weltraumbahnhof zurückkehrten. Der Start ist ein wichtiger Meilenstein für Musks Unternehmen. SpaceX bemüht sich unter anderem um lukrative Aufträge der US-Weltraumbehörde NASA und des US-Militärs. Die Falcon Heavy soll durch wiederverwendbare Bauteile kostengünstiger sein als andere Raketen. Auf ihrem Testflug soll die Falcon Heavy mit ihrem Tesla an Bord die Sonne umrunden.